So ist es Brauch auf dem Tivoli in Aachen. Seit diesem Jahr, seit die Alemannia zu Hause nur noch gewinnt. Eine Begrüßung so voller Begeisterung und Ansporn, dass der Mannschaft kaum noch etwas anderes übrig bleibt, als zu siegen. Sie hat Ähnliches bisher noch nicht erfahren. Aber auch die, die das Erlebnis Tivoli inszenieren, haben eine erfolgreiche Alemannia schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Eine wandpapierner Fußballfreude. Das haben die Aachener den Argentiniern abgeschaut. Doch das Plagiat sei ihnen erlaubt. Schließlich haben sie den Südamerikanern ja auch bei der WM 1978 geholfen. Die Gummiblase des Endspielballes war ein Produkt der Aachener Industrie. Volles Haus, volle Kasse. Das Geldzählen macht wieder Spaß bei der Alemannia. Noch nie wurde so viel eingenommen wie am Dienstag beim Pokalspiel gegen Karlsruhe. Ein Rekord in der 80-jährigen Vereinsgeschichte, aufgestellt in einer Zeit, in der die Alemannia nur in der zweiten Klasse spielt. Geld, der Lebensspender des Profigeschäfts, ist in Aachen kein fremder Begriff mehr. Nach den bisherigen Heimspielen in der zweiten Liga ist der Jahresetat von 1,2 Millionen Mark schon gedeckt. 17.500 Zuschauer kamen durchschnittlich ins Stadion, mit 6.800 hatte man gerechnet. Am Tag danach ist der Jubelsturm aus Papier nur noch Müll. Vor 7 Jahren war da kaum etwas zusammenzubringen. Nein, Sie müssen zuerst die Zuschauer. Alemannia stand vor dem Konkurs. Der Platzwart Heinz Randolph hat es miterlebt. Die Zeiten waren ja so schlecht, dass die Alemannia teilweise kein Geld hatte. Da mussten Sie sogar warten. Ja, nun, das schon. Aber man tut das schon gern und man hofft dann immer wieder, dass doch mal wieder andere Zeiten kommen. Denn es ist so, wenn hier ein Spiel gewesen ist, da denkt man auch beim nächsten Spiel und so weiter, da kommen ein paar tausend Zuschauer, kommen wieder mehr und dann ist die Sache wieder bereinigt. So ist das im Kern. Erzählen Sie doch mal von Ihrem Weihnachtsgeld. Ja, das Weihnachtsgeld, ja klar. Da sagt ein Mann, sagt Heinz, kannst du nicht noch ein paar Wochen warten? Du siehst ja, dass uns augenblicklich schlecht geht und dann kriegst du eben nach Weihnachten und so weiter. Also dann sag ich, gut, ist das in Ordnung und ich habe mich da zufrieden gegeben. Ne? Ich habe gedacht, gut, du wirst das schon kriegen, das Weihnachtsgeld. Ne? Wir sind jetzt 20 Jahre hier. Was war denn so die schönste Zeit? Die schönste Zeit war damals in der ersten Bundesliga, wie wir erste Bundesliga aufgestiegen sind. Da spielt der Jupp Martinelli. Der Michel Pfeiffer als Trainer, der Chris Breuer und so weiter. Und da haben wir also wirklich abends, montags und so, haben wir abends und am runden Tisch gesetzt, montags abends, und haben da uns nett unterhalten beim Gläschen Bier. Und das war immer für mich, war das immer das Schönste mit. Da war montags, war praktisch Saunatag, und da haben die Spieler sich, hatten den freien Tag, haben die sich dann erholt da. Und da hat jeder mal frei von der Leber geredet und hat gesagt, gut, hat die Schmerzen gehabt und so weiter. Und da haben wir unseren Spaß da gehabt, am runden Tisch da. Ne? Das ist schon 13 Jahre her. Sportgeschichte in einer Stadt, die selbst in der Historie seit den Karolingern eine wichtige Rolle gespielt hat, wo Krieg beschlossen und Friede geschlossen wurde. Im frühen Mittelalter Zentrum eines riesigen Reiches ist Aachen heute eine Grenzstadt. Dort, wo Belgien, die Niederlande und Deutschland aneinanderstoßen. In Belgien wohnen die meisten von Aachens Profifußballern. Drüben leben und hier arbeiten bedeutet für sie, nur geringe Steuern zahlen zu müssen. Deutlich weniger als in der Bundesrepublik. Der Präsident der Alemannia heißt Egon Münzenberg, ein Neffe des 41-maligen Nationalspielers der 30er Jahre, Reinhold. Gemeinsam mit dem Fußballtrainer Amann entwarf der Architekt Münzenberg vor 2,5 Jahren dieses Konzept. Kein finanzielles Risiko und Geduld mit der Formierung einer Mannschaft, die einmal in die Bundesliga aufsteigen soll. Er hatte aus Fehlern gelernt. Herr Amann hat uns damals mitgeteilt oder gesagt, dass er mit diesem Konzept einverstanden ist. Das heißt, das Konzept des langsamen Aufbaus ohne, und das war das Wichtigste, großes finanzielles Risiko. Man kann also hingehen, man kann in einem Jahr 1 Million investieren. Es kann gut gehen, das heißt, man hat Erfolg, die Zuschauer kommen und damit kann man die Schuld in etwa abdecken. Man kann aber auch hingehen und sagen, wir nehmen erst eine kleinere Investition vor, gehen also auch das kleinere Risiko ein und decken somit das Risiko ab,
wenn man nicht sofort Erfolg haben. Man kann also den Erfolg sowieso nicht erzwingen. Die Erwartungshaltung der Zuschauer ist in Aachen mittlerweile wohl so, dass die Alemannia aufsteigen muss am Ende des Jahres. Was heißt muss? Es wäre jetzt schon fast katastrophal, wenn Alemannia nicht aufsteigen würde. Denn was soll man im nächsten Jahr noch mehr bieten? Die Alemannia wird also schon fast durch das Publikum dazu gepeitscht oder verurteilt, ich muss sagen, leider Gottes, ich bedauere das etwas, aufzusteigen. In der Tat, es wird wieder etwas geboten, sodass Zuschauer auch aus dem nahen Holland und Belgien zum Tivoli kommen. Die Aachener Rechnung scheint schon im dritten Jahr aufzugehen. Willi, da musst du dann hier sofort wieder mitmachen. Hier musst du sofort dann raus, als der Fred den Ball hatte. Ja, hier pass auf, pass auf. Erhard Amann ist der 18. Alemannia-Trainer in den vergangenen 20 Jahren. Er wird wohl länger bleiben als seine Vorgänger. Er schreit seinen Ärger ins Stadion. Der Treffer zählt nicht. Abseits. Er sei halt ein kerniger Typ, meint der Präsident. Naja, ich weiß nicht, was er mit kernig bezeichnet. Aber ich glaube, wir sind vom Typ her ähnliche Typen und wir sagen oft das, was wir denken und halten dann nicht mit in den Berg. Und ich meine, das ist oft besser, als wenn man sich versteckt und all die Dinge in sich aufsaugt. Wir haben in den letzten 3 Jahren 13 Spieler geholt. Es sind 8 oder 9 Spieler gegangen. Und sicherlich war es in dieser Zeit notwendig, diese 13 Spieler zu integrieren. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Und deshalb sind wir jetzt auch so weit, dass man oben mitspielen kann. Der erfahrenste Spieler steht im Tor. Wolfgang Dramsch, früher VfL Osnabrück, ist mit 31 Jahren der Älteste. Die Abwehr vor ihm ordnet seit dieser Saison Rainer Rühle. Der 5-malige Amateurnationalspieler kam für 22.000 Mark Ablösesumme vom VfB Stuttgart nach Aachen. Hier zählt er zu den Besten, wie auch Matthias Schipper, der bei Schalke 04 seine Bundesliga-Karriere begann. Hubert Klute-Simon ist zuständig für das Toreschießen. Er soll nun aus dem Mittelfeld heraus spielen, seit die Aachener 2 neue Stürmer verpflichtet haben. Einmal Arno Wolf vom 1. FC Kaiserslautern, Amateurnationalspieler. Und zum anderen Norbert Runge von Borussia Dortmund. Er ist der teuerste Neue für die Alemannia. 150.000 Mark Ablösegeld hat Dortmund bekommen. Die Stärken unserer Mannschaft liegt erstmal in einer enormen Begeisterung. Unsere Mannschaft ist also bereit, 90 Minuten zu fighten. Dass sie zurzeit auch noch Schwächen hat, liegt wahrscheinlich in ihrem Alter. Was uns vielleicht fehlt, ist eine gewisse Erfahrung, in gewissen Spielen mal ruhiger zu spielen und den Gegner dadurch eher vor Probleme zu stellen. Der Wille zum Sieg ist bei ihr immer wieder vorhanden. Ich meine, das sind entsprechende Stärken von unserer Mannschaft. Im Aachener Stadion war die Mannschaft in dieser Saison noch nicht zu besiegen. Die Zuschauer sind schon für einen Punkt gut, für den zweiten sorgen die Spieler selbst. Aber auswärts fehlt der lautstarke Antrieb. Dort verliert die Alemannia die Punkte, 7 bisher. Im fremden Stadion ist der Aachener Jubel halb gedämpfter.